Und weiter geht es mit der Lennemore-Karte Nummer 10, die Sense. Gehe ich in diese Karte hinein, begegnet mir je nach Kartendeck eine einzelne Sense, die auf einem Feld liegt, oder aber auch eine Sense mit gelbem Hintergrund oder sogar eine Frau, die diese Sense hält. Auf jeden Fall ist die Sense der Hauptaspekt dieser Karte. Mit einer Sense kann man ernten oder etwas abtragen. Die Sensenspitze ist jedoch eine scharfe Klinge zum Schneiden, aber sie kann auch verletzen, daher auch Gefahr und vorsichtig sein. Und je nachdem, wie ich nun dieser Sense begegne, also mich von der Seite, von oben oder auch von unten nähere, mache ich unterschiedliche Erfahrungen damit. Ich kann entweder den Stock, also den Stiel der Sense, plötzlich vor den Kopf bekommen, oder ich laufe in die Klinge und bin verletzt, oder sie piekst mich halt in die Seite, dann bin ich gereizt und genervt, oder die Klinge drückt von oben auf meinem Kopf, dann bin ich belastet und bedrückt, denn auch das ist unangenehm. Der Karo Bube von den Skatkarten ist ebenfalls auf dieser Karte. Er ist weder ein König noch eine Dame, also steht er bei mir für eine jüngere Person gleich Kind. Ein Kind, das ich mit der Deutung der Sense verbinde, also Verletzungen bzw. davor nicht zurückschrecken und mutig oder auch spontan sein kann. Hier finde ich, dass sehr gut der Sohn passt. Es ergeben sich also die folgenden Deutungsmöglichkeiten. Bleibe ich zunächst beim Karo Buben, dann ist das bei mir immer die Karte bei Fragen nach dem ersten Sohn. Ab einem Alter von circa 7 Jahren, also wenn er in die Schule geht. In Anlehnung an die Deutung der Sense fand ich einen Jungen passender als ein Mädchen. Denn die Jungs machen eher die Mutproben, raufen sich und verletzen sich auch mal. Ansonsten ist die Karte für mich immer die Deutung mit Gefahr und Warnung und vorsichtig sein. Und je nachdem, wie die anderen Karten angrenzend zur Sense liegen, entstehen noch die folgenden Deutungen. Wenn der Stock der Sense zur anderen Karte zeigt, das heißt, die Sense liegt rechts oder drunter oder auch diagonal hinter der Karte, dann steht sie für Spontanität, für Plötzliches und Überraschendes. Wenn die Sense hingegen mit ihrer Spitze in die Karte piekst, das heißt, die Sense ist links bzw. auch diagonal vor der Karte, dann ist dort das gereizte oder verletzte Thema. Wenn die Sense über einer Karte liegt, dann ist das Thema darunter belastet und bedrückt. Noch ein Hinweis, wenn es keinen Sohn gibt, hingegen aber eine dritte oder vierte Tochter, dann ist auf dieser Karte bei mir auch die dritte Tochter platziert, sofern sie älter als 6 ist und in die Schule geht. Ansonsten wäre sie ja auf der Karte das Kind für das jüngste Kind. Als Zeitaussage nehme ich die Sense für Plötzliches und Unerwartetes. Im gesundheitlichen Aspekt steht sie ebenfalls für die Gefahr, also vielleicht die Unfallgefahr oder eine Ansteckungsgefahr. Durch das Pieksen, die Nadeln, also zum Beispiel Akupunktur oder eine Spritze. Mit dem Schneiden könnte man auch von einer Operation sprechen. Vom körperlichen Aspekt die Zähne, denn auch die schneiden, und die Verletzung.